Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder. Ich habe heute ein Thema, was vielleicht nicht für jedermann ist. Thomas hat ja in der letzten Folge etwas gebracht, wie man aus einem normalen Datelfon, also unserem modernen Mobiltelefon unter Android, Radioempfang herausholen kann mit Zusatzgeräten. Und ich habe gedacht, okay, wenn er das mit Zusatzgeräten macht, dann mache ich das als Standalone, ohne irgendwelche Bastelei, sowas. Und habe mir mal angeguckt, was es gibt. Und der Begriff SDR, Software Defined Radio, das hat in den letzten 20 Jahren so viel Entwicklung gebracht, dass wir heute ein Radio gar nicht mehr als das haben, was es früher mal war. Früher mal war, gucken wir mal, was habe ich hier in der Hand? Wer weiß das? Werden nicht allzu viele sein, die das wissen. Das ist ein Detektor. Was ist das und was macht der? Pass auf, ich nehme ihn auseinander und wir gucken mal da rein. Also, es gab ja damals vor 50, 60, 70 Jahren noch keine vernünftigen Halbleiter. Man hatte Experimente gemacht, aber das war es dann auch. Und man hat versucht, innerhalb von diesen Experimenten Materialien zu finden, mit denen man gleichrichten konnte. Und das ist wichtig, denn wenn wir einen Rundfunksender haben, der strahlt ja Hochfrequenz aus. Und diese Hochfrequenz ist die Trägerwelle. Und darauf wird dann moduliert das niederfrequente Signal, das, was wir hören. So, jetzt wird der Träger ausgestrahlt und dummerweise, so jetzt habe ich ihn auseinander, mal gucken, ob die Kamera hier hinkommt. Da. So sieht sowas aus. Moment, das ist hinter der Antenne. Ich schiebe es mal ein bisschen hier nach vorn, dann kriegen wir es wahrscheinlich besser. Genau da. So sieht sowas aus. Findet man irgendwo in der Natur, in Steinbrüchen oder sonst wo, Katzengold geht auch und jede Menge andere Materialien. Wichtig ist, dass die eine Oberfläche haben, die so strukturiert ist, dass man dann, wenn man mit einer Metallspitze, die ist nämlich hier, jetzt kann ich sie auch mal rausschieben, das ist die Antenne, ja, kann man kaum sehen. Da ist eine kleine, ich halte den Finger dahinter, vielleicht kann man es da erkennen. Da ist eine kleine Spitze. Und diese Spitze, die geht dann auf diesen Kristall. Und wenn man Glück hat, findet man da einen PN-Übergang, also eine Gleichrichterstrecke. Ja, und dann hat man das Ding zusammengebaut, mache ich jetzt nicht, hier drauf gesteckt. Hat hier noch eine Spule gehabt, die hier in dem Fall das frequenzbestimmende Teil ist. Und dann musste man Erde anschließen, heißt ein Draht zur Wasserleitung, Heizung gab es damals ja in dem Sinne noch nicht, oder einen richtigen Erder in die Erde gekloppt und dann den Anschluss. Und hier auf der Seite Antenne, möglichst viel Draht, irgendwo ins Freien aufgehangen. Ja, warum? Diese Übergänge, das ist im Prinzip ein Schottky-Übergang. Vergesst das wieder, das wissen nur die Fachleute. Der braucht ungefähr 200 Millivolt, damit durch diese Diodenstrecke, die das ja darstellt, der Strom durchgeht. Und nur wenn er durchgeht, wird er gleichgerichtet. Wird die eine Halbwelle abgeschnitten, weil sonst, wenn die Modulation da ist, dann kann man sagen, das ist wie eine Sinuswelle, die aber im Niederfrequenzrhythmus pumpt, pulsiert. So, und da habe ich immer die positive und negative und die heben sich auf. Der Kopfhörer, der kann nicht so schnell und wenn er es könnte, wird man es nicht hören, weil wir so viel nicht hören können. Deswegen schneidet man eine Hälfte ab, dann hat man unten eine Gerade und nur noch das Pulsierende. So, und das gibt man auf den Kopfhörer und obwohl da die Hochfrequenz noch drin ist, der kann aber nicht so schnell, der ist so klug und sagt, was soll der Quatsch, hören die sowieso nicht, gebe ich nicht wieder, sondern gibt nur den niederfrequenten Anteil nieder. Also ganz primitiv. Das waren dann damals diese Kopfhörer und die mussten hochohmig sein, denn da kann man keinen Lautsprecher anschließen bei dieser niedrigen Ausgangsleistung. Und wenn wir hier drauf gucken, da sehen wir es unter dem Schmutz. Man sieht, ich habe ihn da irgendwo aus der Ecke gekramt, da steht irgendwas drauf mit 2000 Ohm. So, und das sind zwei Kapseln, die sind in Reihe geschaltet und da konnte man dann mit 4000 Ohm da drauf gehen. Alles, was da war, Kopfhörer, Spule und so weiter,
gehörte alles mit zum Abstimmkreis. Das war damals eben so, dass das alles Einfluss hatte. Das heißt, wenn ich mich bewegt habe, hat sich schon die Frequenz verändert. Normal ist hier auch noch ein Drehkondensator drin für den Schwingkreis, für die Abstimmung. Das Ding ist von 1929, wird also jetzt 95 Jahre alt. Die hatten da noch keinen Drehkondensator drin. Nur ein schönes Anschauungsstück. Es funktioniert aber noch. Wenn man abends irgendwo hören will auf Mittelwelle und man hat Glück, dann hört man tatsächlich noch einen, vielleicht auch zwei oder drei Sender gleichzeitig, weil selektiv waren die Dinger nicht. Geschichte. So war es mal, so können wir heute nicht mehr empfangen. Unsere Modulationsverfahren sind komplett anders geworden. Aber in der Zwischenzeit gab es ja richtige Radios. Das hier ist jahrelang mein Urlaubsradio gewesen, gibt es heute so also auch nicht mehr, denn das hatte Kurzwellenempfang. Das hatte einige Kurzwellenbänder, war klein, konnte ich in die Hemdentasche mitnehmen. Da konnte ich im Ausland deutsche Sender auf Kurzwelle hören, um mal die Nachrichten zu hören, was wieder für ein Scheiß gemacht worden ist in Deutschland. War ein schönes Ding, funktioniert auch noch, macht mir auch heute noch Spaß. Aber die Technik ist auch daran vorbeigegangen, denn das war alles analog. Man hat ja diesen Detektor dann geändert, da gab es so viele Sachen. Da gab es Audioempfänger, da gab es Pendelempfänger, Pendelaudio gab es. Ganz viele Experimente, die man gemacht hat, um eine Verstärkung zu erreichen. Später kamen dann Überlagerungsempfänger dazu, dass man schmalbandige Filter verwenden konnte, weil man Oszillator abgestimmt hat und nicht mehr den Eingangskreis. Den hat man dann mit abgestimmt. Vielleicht sagt der Begriff Superheterodyn etwas. Das waren die Superempfänger, Überlagerungsempfänger für Mittelwelle, für UKW später. Am Anfang war UKW gar nicht mit Halbleitern möglich. Ja, und dann ging es immer weiter. Und dann kam die Digitalisierung. Ja, da hat man dann an bestimmten Stellen, erstmal ziemlich weit hinten im Empfänger, in der Schaltung, die Sache digitalisiert. Das heißt also klein gehackt. Und hatte man dann je nach Amplitude unterschiedliche Werte und die konnte man speichern, die konnte man weiterverarbeiten. Und das hat man immer weiter in der Schaltung nach vorn gebracht, umso leistungsstärker diese Prozessoren, Signalprozessoren in der Regel das machen konnten, umso näher kam man dann quasi Richtung Antenne. Und zuletzt, naja, heute kann man nahezu fast von der Antenne das Signal abgreifen, bei niedrigeren, relativ niedrigen Frequenzen sowieso schon. Ich komme mit Schwafeln. Das ist eigentlich nur für die alten Hasen so ein bisschen Erinnerung. Sowas hier, ein Handscanner, der kann jede Menge, der kann einiges. Der kann alle Bänder, die auch das kleine Radio kann, der ist auch in der Lage, GPS zu empfangen und einige andere Sachen. Das ist so Stand der Technik heute. Und das ist ein universelles Gerät, das braucht man immer, wenn ich gucken will, wo ist eine Ausstrahlung, wo stört was, in ein Funkgerät, macht er wieder Nebenwellen oder sonst was, kann ich das verwenden. Aber das ist auch nur teildigitalisiert. Diese SDRs, diese Software-Defined Radios, das sind dann Geräte wie hier. Und jetzt denkt man sich, vielleicht, die sind dann schweineteuer. Nee, sind sie nicht. Also das hier ist ein Open-Source-Projekt. Das kann man auch als Bausatz kaufen, lohnt sich auch nicht. Und Sie sehen die Bezeichnung, das ist die Bezeichnung, unter der man suchen sollte. Das ist nicht der Herstellername, sondern die Bezeichnung dieses Projektes. Hier muss ich gleich warnen, wie bei allen Geräten, die ich vorstelle, gibt es Nachbauten, gibt es billige Clones, die derart Moment, Jugendschutz, bescheiden sind, dass sie das Wegwerfen nicht lohnen. Da sollte man suchen und nur bei seriösen Händlern kaufen. Wenn möglich, auch bei Deutschen, da ist es ein bisschen teurer. Gut, die müssen Steuer und Porto und alles Mögliche zahlen. Aber denen kann man dann auch auf die Füße treten und sagen, was hast du mir für einen Scheiß verkauft? Deswegen darauf achten, nicht das billigste Angebot von irgendwelchen China-Dingern direkt, nein, ein bisschen suchen. Ich gebe so ein paar Tipps dazu als Link, wie man das rauskriegen kann, ob was Nachbau ist, ob er billig ist oder nicht. So, und so sieht das Ding aus. Ja, ein Radio, das hat nur einen Knopf. Wir gucken mal hinten. Hinten hat er die Antennenbuchse, ist klar. Dann hat er einen Umschalter für
die Hochfrequenz, also ja, da kann man es sogar sehen, also Kurzwelle und so weiter, den ganzen Kram, und für UKW, um es mal platt auszudrücken. So, wir haben einen Anschluss für einen Kopfhörer, Ohrhörer oder wie auch immer. Und wir haben einen Powerschalter und wir haben einen USB-Anschluss für den eingebauten Akku. Wenn ich das Ding jetzt einschalte, dazu also drehe ich es aber rum, damit Sie sehen, was vorne passiert, wenn ich hinten schalte. Achtung. So sieht es aus. Er meldet sich, sagt, wer er ist, sagt, welche Version er hat, fängt an zu knattern. Lautsprecher ist, naja, für diese Größe, sagen wir mal, ausreichend für das, was wir wollen. Ja, und dann hat er einen Touchscreen. Und wenn wir dann da drauf gucken, jetzt muss ich mal sehen, ob ich das im Bildschirm erkennen kann. Ich wollte eigentlich. Nee, ich muss es mal umdrehen. Tut mir leid. Also so ist es schwierig zu machen. Das ist der Abspeicher gewesen. Auf Volume gehen. So, jetzt habe ich hier oben steht das Volume. Jetzt kann ich hier die Lautstärke einstellen. Er zeigt sie mir auch an. Und was ich Ihnen zeigen wollte, das ist also quasi ein S-Meter. Das zeigt die Feldstärke des empfangenen Signals an. Ja, jetzt könnte man sagen, warum empfängt er nichts? Wir sind im Studio. Und das ist das große Problem. Also im Studio Funkempfang zu haben, ist genauso, als würde jemand mit dem Fernglas in den Keller gehen, um das zu testen. Komplett unsinnig. Und das Aprilwetter hat verhindert, dass wir in der Landschaft draußen sind. Aber ich wollte es ja trotzdem zeigen. Antenne muss man dann normalerweise ausziehen. Das ist auch das, was die meisten nicht wissen. Ich sehe das immer, die Leute, die gehen dann von oben hin und schieben die von oben rein. Dann ist es aber keine Antenne mehr, sondern eine Abtenne. Die knickt dann um. Bis was weiß ich wo. Man schiebt die von unten rein. So hält sie deutlich länger. So, jetzt versuche ich das mal so zu machen, dass ich es sehe und dass auch der Zuschauer das sieht. Da habe ich also verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Menüs. Ich kann hier auf FM gehen, also unser UKW-Empfang. Wenn wir Glück hätten, könnten wir da zum Beispiel etwas empfangen. Ich habe Memories, ich kann die Sender speichern. Ich kann, wenn ich weiß wo, auch zurückgehen, da steht es ja. So, ich kann die Frequenz nach oben laufen lassen. Ich habe den Abstimmknopf, ich habe unterschiedliche Modi. Und hier unten sehen wir schon, was das Ding alles kann. FM ist klar. RDS, er hat einen RDS-Decoder drin als Hardware-Chip, der selbst bei schlechten verrauschten Signalen noch prima Ergebnisse liefert. AM, das ist also Amplitudenmodulation, das sind dann die Bereiche Mittelwelle, Langwelle, teilweise auch Kurzwelle. Dann kommt die Kurzwelle, Shortwave hier, SSB, ja, wie ist die SSB? Ich meine, der Amateur weiß es. Problem ist, wenn ich etwas aussende, dann muss ich einen Träger haben. Das ist diese Hochfrequenz. Das ist das, wo man drauf abstimmt. Auf UKW wissen die Leute, dass bei 107,4 ist der Sender. Da ist dieser Träger. Jetzt moduliere ich mein Signal, mein Gelaber zum Beispiel da auf. Bei AM sieht es so aus, dass dann dieser Träger quasi breiter wird. Umso höher die übertragenen Niederfrequenzen werden, umso breiter wird auch der Träger. Dummerweise, das ist physikalisch so, wird er nicht nur nach einer Seite breiter, sondern nach beiden gleichzeitig. Das heißt also, wo ich vorher einen Träger hatte, habe ich dann so ein Band. Jetzt ist man hingegangen und hat gesagt, was soll der Quatsch? In jedem dieser Seitenbänder steckt die gleiche Information, wenn sie auch seitenverkehrt ist, aber das kann man ja wieder umdrehen. Also schneiden wir ein Seitenband ab. Und das heißt SSB, Single Sideband. Warum macht man das? Wenn ich nur ein Seitenband ausstrahlen muss und das andere nicht, spare ich Energie. Das heißt, der Sender arbeitet effizienter. Ich kann die Leistung verwenden und habe eine höhere Reichweite. So, und dann gibt es natürlich noch, dass man den Träger wegnimmt. Da muss man den im Empfänger dazusetzen. Da braucht man ein BFO, ein Bitfrequenzoszillator. Ist alles für die Fachleute, nur dass ihr wisst, das geht damit. So, und jetzt können wir hier nochmal drauf schauen. Jetzt sind hier die unterschiedlichen Sachen. Und zwar HEM, das heißt nicht, dass hier ein Schinken eingebaut ist, sondern das sind Amateurfunkbänder, die hier vordefiniert sind. Und
Und hier habe ich unten den BFO zum Beispiel, den ich eben kurz angesprochen habe, was keiner versteht. Doch, die Amateure schon. Und ich gehe auf Next und sage jetzt hier an der Stelle Scan. So, und jetzt sehen wir da, er zeigt mir die Bandgrenzen und zeigt mir an, wenn er in dem Band dann drin ist, was er da im Moment empfängt. Das heißt nur die Feldstärke natürlich. So, jetzt kann ich ihn anhalten und kann die Frequenz, wo ich hier einen Träger sehe, sehe ich hier im Studio natürlich nicht so gut, nur Störung, kann ich dann auswählen und bin darauf abgestimmt. Ein Gerät, welches, ja, also als Amateur würde ich sagen, zur Not kann ich damit etwas anfangen. Aber wenn ich einsteigen will, wenn ich wirklich vielleicht versuchen will, die Faszination, dass ich weltweit Stationen empfangen kann, dass ich dann sage, ich suche mir vorher eine Station aus. Also nicht über alle Bänder laufen, das gibt nur Frust. Man muss wissen, was man empfangen will. Ich habe dazu auch mal eine Liste gemacht, in welchen Bereichen das am besten geht. Die stelle ich auch mit online, denn das ist ja unterschiedlich. Es gibt Funkwetter und es gibt natürlich auch Funkwetterberichte im Internet. Und hier habe ich jetzt drin, merken Sie sich ganz einfach, bei 30 Meter, was ist Meter? Ja, ein Meter, ich weiß, ist ungefähr so. Ja. Früher war es so, man konnte die Frequenzen nicht so genau bestimmen wie heute. Und da hat man dann mit Wellenlängen gearbeitet. So eine Wellenlänge, das ist dann diese Hochfrequenzwelle, die kann von ganz, ganz, ganz lang, Kilometer lang, bis winzig gehen, wenn wir zum Beispiel bei 6 GHz WLAN oder sowas haben. Und dann, man hat es dann in Meterbänder eingeteilt. Und diese Meterbänder habe ich hier mal aufgeschrieben. Die Einteilung hat man heute noch. Denen sind natürlich entsprechend die Frequenzen zugeordnet. So, also 30 Meter. Alles, was länger als 30 Meter ist, und das können Sie hier auch sehen, 30 Meter ist hier irgendwo in der Mitte, da. Alles, was länger als 30 Meter ist, das ist morgens und nachts gut für den Empfang und tagsüber schlecht. Und alles, was kürzer ist, da ist es umgekehrt. Da wird es dann morgens und nachts schlecht und tagsüber gut bis was weiß ich was. Das ist nicht so wie in Stein gemeißelt, dass das immer so ist. Das ist auch im Sommer und im Winter unterschiedlich. Der zeigt das übrigens an, dass er tagsüber und im Winter die und die Bänder besser sind und schlechter sind. Also deswegen für Anfänger. Aber Funkwetter ist wie unser Wetter. Bei uns kann es auch sein, dass nachts, wenn wolkenloser Himmel ist und wir haben Vollmond, da kann man die Zeitung draußen lesen. Da ist es eben nicht dunkel, obwohl es nachts dunkel ist. Und tagsüber, wenn dicke Gewitterwolken da hängen, da ist es eben auch nicht hell, obwohl Tag ist. Und so ist es auch beim Funkwetter. Da gibt es natürlich Abweichungen. Also ein Gerät, was für einen Anfänger um die 100 Euro so herum kostet, wenn es ein originales ist, sicherlich für einen Hobby-Einstieg eine gute Sache ist. Und mit dem man mit einer solchen Antenne, es gibt auch noch andere Antennen, vielleicht sprechen wir irgendwann mal darüber, Mini-WIP und sowas, die man mitnehmen kann. Und dann kann man auf der Düne sitzen und kann mal hören, was die in Kairo gerade wieder erzählen oder sonst wo, wenn man es denn versteht. Interessant auf jeden Fall. Also, haben wir den. So, jetzt kommen wir hier zum nächsten. Ich muss ihn erstmal hier rübernehmen. Ah, der ist ja noch sogar eingeschaltet. Er sagt ja gar nichts. Moment, ich glaube. So, jetzt ist er wach geworden. Der steht jetzt im 70 cm Band und da sehen wir schon das Spektrum aufgezeichnet. Aber ich schalte ihn mal aus. Da hören Sie auch, dass er sich schön abmeldet und sagt, dass jetzt Feierabend ist. Und jetzt schaut man ein, dann sehen Sie auch, wie das Ding heißt. Malahit Team. Hier gibt es auch eine zweite Software, die gut ist dafür, man kann das Teil auch flächen. Und okay, das ist also ein, na, sagen wir mal, etwas hochwertigeres Gerät. Kostet auch das Doppelte von dem, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Hier ist auch ein Lautsprecher eingebaut. Ich habe sogar zwei Antenneneingänge, die kann ich per Software umschalten. Ich habe sehr viele Möglichkeiten. Und wenn wir hier auf Band gehen, hier können wir unterschiedliche Bänder einstellen. Wir können auch selbst etwas definieren. Ich kann die hier
durchschieben. Der hat auch einen Touchscreen, so wie wir gesehen haben. Das ist die nächste Stufe. Sprechen wir mal über Eingangsempfindlichkeit. Unsere großen Amateurgeräte, die wir zu Hause stehen haben, die aber 1000 Euro, 2000, 3000, 8000 kosten, die sind natürlich viel besser. Die kleinen Dinger kommen da lange nicht mit. Aber ausreichend sind sie auf jeden Fall, auf Kurzwelle sowieso. Das heißt, wenn man einsteigen will dahin und sagt, ich fahre in Urlaub, nehme mir so ein Teil mit, das stecke ich in die Hemdentasche, das kann ich dann irgendwo rausnehmen, klappe die Antenne auf, ziehe die aus, Striptease-Antenne, habt ihr ja gesehen, dann bin ich in der Lage, fast wie zu Hause, nicht in der Qualität, nicht in der Empfangsstärke, aber doch mal zu hören, was tut sich hier im Urlaub, wenn man Zeit hat, vielleicht abends in der Dämmerung oder sonst wo, wirklich mal ferne Stationen hören zu können. Es ist so also ein Mittelding, nicht Anfänger und noch nicht Profigerät, aber gut. Also gefällt mir sehr gut, ist nicht ganz so klobig wie der hier, kann man leichter mitnehmen. So, und dann hat Thomas ja vor 2 Wochen etwas gesagt über diese Arduino-Geschichte. Und er hat auch den HackerF dabei gehabt. Hier hat er seinen HackerF. So, der ist in einem schönen Gehäuse eingebaut. Ich dachte eigentlich, der wäre offen, aber nee, der ist ja im Gehäuse. Ich kann mich noch erinnern, wir waren damals extra in Uppsala, weil wir haben in Deutschland keine bekommen können und mussten dann dort verhandeln und machen vor Jahren, um so ein Ding zu bekommen. Mittlerweile gibt es diese Platine, die da drin ist, in einem sogenannten Porta-Pack. Das sieht dann so aus. Porta, das ist also portabel. Und Fingervektoren kann man es auch lesen. Und das Gehäuse gibt es extra. Wenn man also einen HackerF1 hat, kann man den in so ein Gehäuse einbauen oder man kann es komplett kaufen. Hier auch Vorsicht. Viel, viel Vorsicht. Sowohl der HackerF wie auch die Portapacks gibt es als Fake-Teile, die teilweise nicht richtig funktionieren oder schlecht gemacht sind. Auch dazu werde ich wieder Links einstellen, wo man nachlesen kann, wie man herausbekommt, ob so ein Gerät echt ist oder ob es nicht echt ist. So, ja, und jetzt geht's los. Jetzt müsste ich dazu etwas erzählen und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann und darf und soll. Ich schalte mal ein. Wir sehen, ja, da so. Das ist jetzt die Bezeichnung von der Software, die hier im Moment drauf ist. Da gibt es, glaube ich, schon wieder ein neues Update. Und ich habe hier die Bedienung. Also, er hat einen Touchscreen. Das kann ich alles touchen. Alles, was die anderen beiden kennen und konnten, was ich gezeigt habe, kann der auch. Nur noch viel mehr. Der geht los von 1 Megahertz bis 6 Gigahertz durchgängig. Das sind also keine Lücken dazwischen. Und wenn wir jetzt hier oben sehen, das ist das, was mir Bauchschmerzen bereitet, da steht Transmit. Das heißt, der kann auch senden. Das habe ich daneben gepatscht. Da. Ja, das ist so. Der kann auch senden. Das heißt, wenn Sie senden wollen, müssen Sie eine Lizenz haben. Anders geht es nun mal nicht. Und Sie können unglaublich viel Unsinn damit machen. Es ist ein universelles Messgerät für den Amateur, der gucken will, was macht mein Equipment, arbeitet mein Funkgerät noch, auf welcher Frequenz ist es. Hier ist ein Quarzoszillator drin, der ist zusätzlich reingekommen, der hochpräzise ist. Hier kann man auch eine Speicherkarte reinstecken, um irgendwelche Sachen zu speichern. Aber ich komme darauf zurück, weswegen ich das nicht allgemein empfehlen will. Man kann damit nahezu alles machen. Was ich mit anderen Geräten machen kann, zum Beispiel Signale von Fernbedienungen aufzeichnen und sie dann wiedergeben, ob ich mal irgendwelche Türen, Schlösser, sonst was öffnen will, kann der. Nicht alle. Wenn da ein Rolling-Code dahinter steht, dann geht es natürlich nicht, aber statische Codes kann er. Alles Mögliche. Er kann Dinge, das können Sie sich nicht vorstellen, er kann GPS-Signale fälschen, aussenden. Er kann anzeigen, Bluetooth-Signale, die kann er fälschen. Er kann
was fällt mir ein? Größte Schweinerei vielleicht in Frankreich. Diese Verkehrszeichen, diese dynamischen, die man von der Ferne aus irgendwie umprogrammieren kann, dass da ein anderes Zeichen steht, die kann er auch umprogrammieren. Da gibt es sogar spezielle Programme dafür, mit denen man das kann. Das heißt, also ich fahre irgendwo nach Paris, 80 ist mir zu wenig, drücke ich Knöpfchen, sende es aus und dann zeigt das Zeichen 120 an. Es ist kein Witz, das funktioniert tatsächlich und viele, viele, viele andere Sachen auch. Aus dem Grund sage ich, Finger weg. Und wenn jetzt irgendjemand meint, Mensch, toll, kriminell bin ich sowieso ein bisschen, das kann ich gut gebrauchen, vergesst es. Es gehört eine Menge Wissen dazu, was man wo, wie machen muss. Es geht nicht so einfach. Man schaltet ihn nicht ein und sagt, drehst du auf Verkehrszeichen und drückst du Knöpfchen. So geht's nicht. Also man muss das Fachwissen haben, um mit dem Gerät arbeiten zu können, wie mit jedem anderen Spezialwerkzeug. Es ist genauso, als würde ich jetzt einen Schimpansen in so einen Computer hinstellen. Damit könnte er theoretisch alles machen, aber er kann es nicht. Und ich meine jetzt nicht, dass kriminelle Affen sind, aber manchmal ist es schon doof. Ja, das wäre also dann das Gerät. Preise, naja, sagen wir mal, wenn es keine billigen Nachbauten sind, muss man so ab 250 Euro, vielleicht auch 300 Euro aufwärts rechnen. Und dass man ein gutes Gerät bekommt. So, Antenne. Ohne Antenne geht gar nichts. Ich habe ja schon gezeigt, also da ist eine dabei, hier sind irgendwelche Antennen, von denen ich gar nicht weiß, für welche Frequenzen die sind. Die ist dabei, da hinten steht hinter Bitty noch eine. Hier habe ich einen Antennenverstärker, der geht bis 6 GHz von 5 MHz durchgängig. Kostet heute nicht mehr viel, unter 10 Euro inklusive Porto und Verpackung. Der wird einfach davor gemacht. Hier muss man die Stromversorgung aber noch selbst anlöten. Bei dem Preis ist also kein Gehäuse und kein Akku oder Stromversorgung dabei. Er kann aber ferngespeist werden. Ja, anlöten. Muss man natürlich auch können. Das muss man Lötkolben haben, muss wissen, wie es geht. Und für die Einsteiger ist es ein bisschen schwierig. Aber löten kann man lernen. Man muss zuerst wissen, wo beim Lötkolben hinten und vorn ist. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr es einmal falsch gemacht habt, beim nächsten Mal nicht mehr. Früher gab es solche Vorverstärker, wie diesen hier. Die hatten unterschiedliche Frequenzbereiche, der ist ja auf dem Kopf rum. Die mussten also eingestellt werden, damit man da eine Verstärkung in dem entsprechenden Band haben konnte. Der kleine ist besser, arbeitet sauberer. So, das war eine ganze Menge. Ich werde eine Menge Links mit einstellen über Funkwetter, über Heraussuchen von Geräten, die nicht gefaked sind. Wie erkenne ich die, wie mache ich das und so weiter. Ich habe aber noch was. Ich habe in meinen alten Schätzen gekramt, wegen diesem Detektorempfänger. Und da habe ich noch, da machen wir in der Verabschiedung, ich gehe einfach mal hier rüber. Und da habe ich noch CDs gefunden. Ich werde ja immer wieder gefragt, wo sind die alten Folgen und kann man die nicht haben. Also hier sind die Folgen 0 bis 100 drauf. Die sind original verpackt. Ich weiß nicht, ob die noch funktionieren. Ich werde sie jetzt bei eBay einstellen. Wenn jemand sowas haben will, seid schnell. Ich habe nicht mehr viel davon, nur noch 10 oder so ungefähr. Also das wäre eine Möglichkeit, mal in die alten Folgen reinzugucken. Ab Computer Club 2, also ab dem Zeitpunkt, als wir bei NRW-TV waren und haben da produziert. Ja, und das war's eigentlich für heute. Ich bedanke mich bei allen Spendern, bei all denen, die mitgeholfen haben, dass wir wieder solche Spielzeuge kaufen konnten, dass wir solche Sachen vorstellen können, dass wir mal gucken können, was gibt es für Probleme. Größte Gefahr ist hier nicht die Technik, ja, wenn sie in kriminelle Hände fällt, sondern größte Gefahr ist hier, dass ihr reinfällt beim Kaufen. Und das will ich mit den Links verhindern. Bitte lesen, was in den Links steht und dann sollte es eigentlich klappen. Ja, jetzt nehme ich meinen Bitty. Ja, Bitty, der Shop wird schließen. Da geht kein Weg dran vorbei. Das spielt aber keine Rolle. Du bleibst weiter unser Maskottchen. Bitty, die kluge Eule, ist seit Anfang an dabei. Und hilft mir immer, wenn ich irgendwo sitze und wieder grübel oder sonst wo. Und er guckt mich so dumm an,
muss ich lachen, geht alles viel leichter. Ich wünsche einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub. Vielleicht nimmt der eine oder andere so ein Gerät mit und hört mal rein. Vielleicht sagt er auch, ja, könnte mein Hobby sein. Übrigens noch ein Hinweis. Ab dem 24.06. Gibt es eine neue Amateurfunkklasse. Neben der Klasse A und E die Klasse N. Und die Klasse N ist relativ einfach. Ich habe mir die Prüfungsfragen angesehen. Sollte eigentlich jeder mit ein bisschen Übung schaffen können. Selbst die Technik ist sehr einfach gehalten. Die sind Fragen und Antworten sind teilweise so dämlich. Da muss man dämlich sein, wenn man die richtige nicht rausfindet. Also, wer das schon immer mal machen wollte, die Einsteigerklasse ist keine kleine Klasse, mit der man nichts kann, sondern da kann man schon richtig arbeiten, in drei Bändern und auch mit ein bisschen Leistung. Wäre vielleicht etwas für jemanden, der gesagt hat, ich wollte das schon immer machen, war mir alles zu schwer. Also, im Urlaub wäre doch was. Bis zum nächsten Mal und tschüss.